Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Resident Evil. Okay, wir müssen mal ganz kurz gucken. War ja nicht... Da gab's keine Info weiter. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Säuregeschosse. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe bis dato noch keine Waffe, die das abfeuern kann. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Ciao. Wo ist Barry eigentlich lang gegangen? Warum können wir nicht dort lang gehen, wo Barry auch lang geht? Und seitdem wir durch das Haus gestolpert sind, warum sehen wir ihn erst jetzt? Ich weiß nicht, hat das noch irgendeine Bedeutung, das Ding? So ohne Grund wird uns das doch mit Sicherheit nicht angezeigt, oder? Aber ich weiß es halt auch nicht. Ich bin für eine jetzt einfach ohne Plan losgelaufen. Bin auch gerade ganz ehrlich. Ich hab keine Ahnung, was wir machen. Ne, da drüben ist bis auf das. Im Ostflügel, das hier ist der Ostflügel. Ist bis auf das und hier unten, diese Frau mit dem Brunnengedöns, wo wir irgendwie nicht rankommen. Haben wir fast alles im Ostflügel, im Erdgeschoss, abgesucht. Da draußen, ach genau, ich wollte eigentlich raus die Schrotpatronen holen. Nur deshalb bin ich dort eigentlich auch hingegangen. Also ja, dass wir Barry irgendwann nochmal in der Haupthalle getroffen hätten, das war mir klar. Aber ab jetzt fange ich übrigens auch langsam komplett an, blind zu spielen, ne? Also gut, auch davor blind. Es gab nur Kleinigkeiten, die ich halt noch wusste. Wie gesagt, mit den zwei Hunden, die da auftauchen. Das war mir klar, darum habe ich das eine ganze Weile gemieden. Das hier draußen wusste ich gar nicht mehr. Aber das muss ich ja eigentlich auch schon mal vielleicht gemacht haben. Bin ich mir aber auch unsicher. Wie viel sind das? 6 Schuss. Für die Schrottwinde. So, rüsten das Ding einfach mal aus. Hauen auch diese 6 Schuss da gnadenlos rein. Gehen aber trotzdem wieder auf Pistole zurück. Auch dieser Diamant musste auch eine Bedeutung haben, den wir in die Box geschwartet hatten. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wir hatten mal einen Diamanten. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ob ich den mal holen gehe. Wir da wieder runterrandern, wo der Sarg an der Decke hängt. Und wir eigentlich... Ich wollte gerade gucken, ob das zum Erdgeschoss oder zum Obergeschoss zählt. Und mal gucken, was dann passiert, wenn wir da den Diamant, falls der Diamant da irgendwo reinpasst.
Weil ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass hier auch ein Diamant drin ist. Wisst ihr, was mir einfällt, wie wir da rankommen? Ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Warum wir das Ganze nicht einfach so probieren? Oh Mann, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir gerade an den Kopf passe. So vor Schmerzen. Wir sehen gerade einfach mal eine Karte von der Villa im Erdgeschoss. Also, oder zeigt er uns ja gerade die komplette Villa an? Weil hier, da, dort. Ja, was ist das hier? Was ist das hier? Ach, hier, der Raum. Super, damit haben wir das jetzt auch. Ich würde sagen, wir gehen auch nochmal. Ich hoffe nur, dass jetzt keine Hunde mehr kommen. Ich bete so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Haben wir genug Platz? Scheiße, nein, haben wir nicht. Ich glaube, dass da draußen mehr als nur grün stand. Hallo? So einen kurzen Standbildchen hier. Das ist super. Wenn sie so guckt, das sieht jedes Mal aus, als würde es ihr irgendeine Konsequenz. Irgendeine Sequenz anfangen. Ich weiß übrigens. Ob die Viechter vor allen Dingen nicht über den Zaun springen können. Oder? Als ob! Ja, Werden wir doch nochmal ganz fix reinigen, weil irgendwie ist da doch gerade einer über den Zaun drüber gesprungen. Das war jetzt irgendwie. War hier unsere Kiste drin? Wo sind wir gerade? Was sind da? Nein, wir müssen noch einen Meter. Sind ja noch ein paar Meter. Ja, da können wir vor allen Dingen. Ich habe Erste-Hilfe-Spray drin. Alter. Ist das, was ich meine? Diese Hunde sind einfach nur nervig. Und dann lassen die auch ewig nicht los. Also, du kannst, glaube ich, drücken, was du willst. Du musst warten, bis die dich von alleine loslassen. Und das ist halt einfach nur scheiße. Den wollte ich eigentlich mitnehmen.
Ich werde aber nochmal zurückkommen. Und den dann holen. Ich werde nochmal zurückkommen. Ich weiß nicht, wie viele Kräuter da draußen rumstanden. Ich glaube, dieser Sack mit Chemikalien, den konnte ich, glaube ich, auch mitnehmen, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe. Also, oder Erde oder was das genau war. Ich muss mal gleich mal gucken. Die Tür sieht aus, bla 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 bla. Ja, nimm mit. Also, mach auf. Wir hoffen, dass der zweite Hund da irgendwie auch noch drüber geschnipst kommt, damit ich den dann auch noch wenigstens wegmachen kann. Das wäre halt super. Weil was mich interessiert, wenn ich die Hunde zum Beispiel nicht wegmache, tauchen die irgendwann später auf und in anderen Szenen, wo die mich halt richtig bumsen könnten. Sorry für den... Das Fäkalien Gedönsgespräche hier und so. Also der hier vorne ist ja weg. Ja, Maschallah. Alles klar. Die kann man übrigens auch kombinieren. Rotes Gott, genau. Kann man mit dem Ofen hier irgendwas? Nein, 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 das will ich gerade. Wenn, dann würde mich dieser Sack, der da liegt. Kann man mit dem irgendwas machen? Tatsache! Chemikalie, nehmen wir mit. Gut. Liegt da natürlich immer noch haufenweise Zeug draußen, ne? Wir werden, glaube ich, doch noch das ein oder andere Mal hier, also zweimal müssen wir, glaube ich, noch hier raus. Damit wird das alles kriegen. Bringt das jetzt auf jeden Fall erstmal Heilung und Chemikalie? Bringen wir erstmal weg. Komm mal rein, da ja. Da. So, dann rennen wir nochmal raus, holen den restlichen Kletterradatsch. Und da nehmen wir den Diamanten, flitzen ganz raus, gucken, ob wir den da irgendwo in irgendeine Figur reingestopft bekommen. Kriegen wir das alles noch in dieser Folge hin? Oh, ich hoffe. Da hätte ich irgendwie schon ein bisschen Bock drauf, wenn wir das diese Folge hinkriegen. Also ich weiß übrigens, dass man mit Chemikalien, ich denke mal, das wird wie in den ganzen anderen Teilen sein, dass wir damit Stuff herstellen können. Aber da müssen wir mal gucken. Aber eigentlich schon, ich denke mal, dass damit werden wir diese Säurebuden herstellen können. Ja. Echt jetzt? Ich muss jetzt um den kompletten Kahn drum herumlaufen? Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist so dumm. So, warte mal, aber die Schrotflinte würde ich gerne für Hunde aufheben. Das ist so dumm. Naja, der ging nicht auf. Brauchen wir eigentlich auch nicht erst versuchen. Ging, glaube ich, auch nicht auf. Und die hatte, glaube ich, auch keinen Griff oder irgendwas. Die hat keinen Griff. Das Einzige, was dann wahrscheinlich mal vorkommen wird, dass wir irgendwo einen Griff finden, den wir mitnehmen können. Und dann können wir die Tür und die Tür unten dann jedes Mal irgendwie auf und zu machen. War noch gar nicht hier hinten, oder?
Die geht auch auf. Uiuiui. Uff, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Okay. Oh, was liegt denn da? Das wird wahrscheinlich ein Feuerzeug sein, ne? Feuerzeug mitnehmen hier, natürlich. Und hier vorne hat noch irgendwas geglitzert. Was hat da geglitzert? Oh, was jetzt? Ein zerknülltes Memo. Mhm. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es hier finden würde. Das ist schlecht, weil wir wollen es hundertprozentig haben. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa den bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Schlecht. Richtig schlecht, weil es ist ja anscheinend nicht nur ein bissiger Hund, der hier wohnt. Aber ist okay. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten OG an der Westseite der Terrasse. Und er hört auf die Hundepfeife. Moment. Balkon im ersten OG an der Westseite der Terrasse. Waren wir da nicht sogar schon? Westseite, also wir waren auf der Ostseite, haben wir jetzt auf jeden Fall schon die Hunde, die durch die Fenster gesprungen sind, haben wir weggemacht. Und zwei, die draußen waren, die haben wir jetzt auch einfach mal komplett weggeschnitzelt. Westseite ist ja eigentlich die gegenüberliegende Seite und da waren wir, glaube ich, auch schon auf ein oder zwei Terrassen. Also auf einer auf alle Fälle. So, und jetzt kommen sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zu Fleisch zu werden. Nur sie können ihnen das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur ihnen anvertrauen. Natürlich sollen sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das sie schon immer haben wollten. Oh, komm zum Ende. Im Gegensatz für ihre Hilfe könnte ich es für sie beschaffen. Es wäre für uns beide von Vorteil. John Toleman. Okay, wir haben schon wieder einen Hund, mit dem wir uns dann rumbeefen müssen. Das sah aber auch sehr aus, als würde es gelesen wollen. So ähnlich, Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen. Wir zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her, das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Interessant. Das rote Kraut alleine hat keine Wirkung. Naja. Super. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Ich denke, das rote Kraut hat keine Wirkung. Warum soll ich das dann nochmal dem roten dazu mischen? Darf ich nicht. Sie sollten übrigens ruhig selbst experimentieren. Denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Also mache ich jetzt zweimal rot und da passiert nichts und mixe dann nochmal grün und schon ist alles geil. Ah ja, okay. Wie schön, dass da aber noch irgendwas drin ist. Das heißt, wir rennen da jetzt nochmal rein. Da war nämlich noch irgendwas Rotes. Und das, Ich überlege gerade, also... Ich meine, wir könnten auch langsam anfangen, dann die ganzen Leichen anzuzünden, ne? Aber wo könnte das sein?
Ein altmodisches Grammophon. Ah, da, gucke. Munition. Wie sieht das aus? Alles grün. Alles Paletti. So, wir könnten. Da gibt's aber auch noch was. Da werden wir vielleicht auch nochmal. Rennen wir da nochmal hin. Eigentlich ist es mir fast lieber, das Feuerzeug mal wegbringen. Oh krass, das, was ich eigentlich mit euch vorhatte, das schaffen wir gar nicht, weil die dämliche Scheißtür ja, da der Griff kaputt gegangen ist. Wir wollten das ja alles holen und dann wollten wir den Diamanten da reinstopfen. Ich werde mal die Hundepfeife werde ich mal ganz fix wegpacken. Dann nehme ich mir Kerosin. Und dann versuche ich den da mal wegzuzündeln. Ah, ich habe sogar Kerosin schon dabei. Das hätte man also gleich machen können. Naja, gut, okay. Weil ich glaube, die liegen nicht ohne Grund noch hier, oder? Oha, heiß. Ich hätte gerne gesehen, wie der verbrennt, aber ist okay. Danke für nichts. Resident Evil, danke für nichts. Ihr seid so super zu mir. Dankeschön, Affen. Scheiße. Ah ja, whatever. Ja, achso, ja, ich habe natürlich keinen Platz, um jetzt nochmal Kraut mitzunehmen. Fällt mir gerade ein. Gut, das heißt, wir müssen doch Kerosin und Feuerzeug loswerden, damit wir das wenigstens noch rausholen. Ich will das doch ganz schnell alles holen, damit wir nicht irgendwann... na, sag schon. Wenn wir auf die Karte gucken, sehen von wegen, boah, da ist noch was rot, hier ist noch was rot, da ist noch was rot. Damit wir nicht jedes nochmal anlaufen müssen, so dass wir, sag ich mal, dort, wo der Stuff drinne ist, beziehungsweise nicht mehr drinne ist, nee, anders. So, dass nur noch der Stuff drinne ist, wie zum Beispiel irgendwelche Aussparungen, wo irgendwas rein muss, Oder. Aber halt nicht, wo dann sowas wie Kräuter oder sowas rumliegen. Weil ansonsten laufen wir uns irgendwann nur noch den Wolf. Weil wir dann von A nach B flitzen müssen. Und dann jedes Mal in irgendwelche Räume reinrennt, wo nur Kräuter rumliegen. Ah ja, ich nehme seit, keine Ahnung, kaum 3-4 Stunden oder so nehme ich gerade Resident Evil auf. So nebenbei halt jetzt auch noch ein bisschen was in mich reinschlabbern. So, okay. Jawohl, mitnehmen. Also ich finde, bei dem HD-Remake hätten sie ruhig auch die eine oder andere Ladezeit vielleicht ein Stück schneller machen können. Der ist grün, alles klar. Ja, so ein bisschen, ja doch, ein kleines Stück hätten sie ruhig schneller machen können. Also auch wenn sie sich jedes Mal hinkniet oder irgendwas, um irgendwas aufzuheben.
Leute, da hätte man ruhig einen kleinen Tick was anderes machen können. So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich schnapp mir jetzt den Diamanten. Und dann sprinten wir ganz schnell nach draußen und gucken, ob wir das da irgendwo irgendjemanden ins Gesicht drücken können. Zeug, also wir müssen auch mal gucken, wir sollten uns dann vielleicht doch auch nochmal den ein oder anderen Gegenstand später mal angucken. Gerade dieses komische Holzbrettgedöns mit dieser Papierseite, irgendwas muss damit sein. Wir müssen halt nur herausfinden, was damit ist. Glas ist zerbrochen und das Bild wurde aus dem Rahmen genommen. Okay, also da war mal was drin. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo wir sind. Also ein ultimatives Lexikon bin ich auch nicht. Irgendwann hat man so ein bisschen das ein oder andere drin, wo welche Tür ist. Aber 100% bin auch leider ich nicht. Ja, da durch. So, jetzt so. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wollte sie jetzt nicht so ernst da durchgehen. Ich glaube, die hat auch ein bisschen Schiss da jetzt rauszukommen. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber irgendwas wird sein. Wo ich fast nicht. Ja, doch ein bisschen glaube ich schon dran, dass dass der Diamant da unten irgendwo rein muss. Nur bei wem? So, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Oh, Edelstein. Okay, da schon mal nicht. Okay, auch nicht. Dem auch nicht, okay. Ich hab schon überlegt, ob man da einfach mal drauf schießt. Aber können wir schon klar denken, dass dann hundertprozentig nichts passiert. Okay, der Edelstein bringt uns hier gar nichts. Mhm. Ich überlege gerade, wenn der uns da nichts bringt, wo könnte er uns was bringen? Sind wir irgendwo schon mal dran vorbeigelaufen oder haben irgendwo was gesehen? Ich überlege wirklich gerade. Da irgendwo irgendwas war. Vielleicht hier? Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag. Rechts und links neben der Tür sind achteckige Einbuchtungen. Acht Ecken. Ja, klingt ja doof, aber. Ne, das sind mehr als acht Ecken. Wenn er
müssten solche Zeichen sein. Also wir wissen, und das meint er mit Sicherheit, ne? Das ist der Westflügel, also diese Westterrasse, aber wo soll da ein Hund sein? Ist mir halt nicht aufgefallen. Also gut, wenn wir den Diamanten jetzt nirgendwo reingebrettert kriegen, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber dieser zweite Schlüssel wäre halt schon irgendwie nice, damit wir ein bisschen weiterkommen. Uiuiui. So, aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge erfahren. Und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.